Haben wir alles, ne? Gehen wir los. Ja, wir haben noch die Adresse von Mr. Black. Mr. Adrian Black. Oh, sollen wir den Partner mal fahren lassen? Nee, ne? Der macht noch Kratzer rein. Der kann bestimmt nicht fahren. Der kann besser fahren. Warum steigt der immer auf meiner Seite ein? Seine eigene Seite. Und sind der Blacks. Da fahren wir da mal hin. 620 Bunker Hill Avenue. You know where that is? Behind Bunker Hill. Couple blocks north of Central Station. Es geht nicht lange so. What do we tell the wife? Play it by the book. Oh, no stiff yet, so let's see how it plays out. Ja, ich hab gedacht, die Bilder gehen davon aus, dass zwei gestorben sind. Ach so. Nee, ich hab auch nur einen verstanden die ganze Zeit. Ja, der Alien Black. Could be a car theft gone wrong. Make Black drive somewhere lonely to give him a tap. But why leave the car? Well, obviously, some of them are heavy handed. Gesundheit. It's the wrong way around. How so, genius? Oh, oh was? Wo ist denn der hingezogen? All the trouble to steal the car when it goes wrong. You leave the body behind, not the car. You got something there, though. Ja, das ist echt keine Leiche da, weißt du? Da vor allen Dingen hat man ja auch keine Blutspuren vom Auto weggesehen. Oh, guck mal, ich kann schon wieder was machen. Das ist aber dann komisch, allerdings, wenn das Schwein rausgezogen wird. Guck mal da, gleich in der Nähe ist wieder ein Verbrechen. Ja, hab's angenommen. Over on Lincoln Avenue. Klar. This guy's driving along in his oil light. Die kann man später auch noch. Stops the car and gets out. Verbrechen passieren doch nicht immer wieder. Nein. Aber jetzt fahren wir doch gerade hier in der Nähe. Da sind Leute, die sind im Zusammenhang. Who needs a Second Amendment? We'll give a goddamn fool the license to get behind the wheel of an automobile. Ah, komm, fahr schon. Why leave the victim's ID? If it's a murder, why leave the car? The evidence doesn't add up. Free lesson, folks. Evidence will only get you so far. You ask me, the whole thing feels inky as hell. What I wouldn't give to have. Any in the vicinity see the man at 211 just occurred. 3rd Neal Street. Stand by for further unit to handle. Auf dem Weg. Wo schusch, Banditen? Schuschu. What took you so long? They're getting away! What happened here, sir? They had guns. Dirty Louses took everything and then booked. They went that way, the stairs alongside the track. Schon wieder rennen? Ja. Und haben ihm die Schuhe genommen. Alles, ja. Alles von Wert. Wahrzeichen entdeckt. Steht einer da vorne. Wie gehe ich in Deckung? Throw out the guns. Ich muss dann hochziehen, damit geht ein Auto machen. Can't hit him from this. Bam. Mist. Oh. Mann, wie soll ich denn so schnell? Na, ja, das ging jetzt echt in die Hose. Vor allen Dingen habe ich ja doch so. Quasi die Kugel wäre auch und alles. Aber ich glaube, darf ich jetzt nochmal? Du solltest wahrscheinlich auf die Reifen ziehen. Ah, ich darf nochmal. Ach, guck mal hier, ganz in der Nähe. Ja, ja. Schuschu, Ben. Aber probier doch von hinten schon mal zu schießen, oder? Nein. Ja, ich kann ja auch die Reifen zerschießen. Das habe ich doch gerade gesagt. Sorry, ich krieg immer nichts mit, ich bin so. Heiß, ja, gerade umfallen. Jetzt schon. Ja, ja. Vorne der Rand. Ah. Ja, Mann. Also Reichweite. Mann! Das gibt's ja nicht. Aber der, als er gerannt ist, hättest du ihn, glaube ich, erwischen können. Du musst die Person anschießen. Ins Bein? Als der eine gerannt ist, konntest du ihn erwischen. Ich will ihn nicht töten, ich hab vorhin schon einen getötet. Wahrscheinlich. Oh, das dritte Mal. Aller guten Dinge sind drei! Wo glaubst du an mich? Ja, komm hier. Schusch, Banditen.
Ja, aber das war jetzt echt nicht leicht genug. Ja, weil die Steuerung halt mit. Ja, du musst das Ding halt nicht so leicht ist. Komm nochmal. Oh, was? Das gibt's doch nicht! Ich bin noch Buff aufnehmen. Ey, was nur? Ich hab beide getroffen. Ja, man muss zweimal treffen. In einem Fall hast du der Ortsboomer angegriffen. Oh Gott, das ist ja. Ach. Pacific Electric. Oh, jetzt dauert's aber hier. Bisher kam er echt gut durch alle Fälle. Ja, das ist ja jetzt so ein Sonderfall. Husch, husch, Banditen! Hopf, hopf, hopf. Verdächtige überwältigen. LAPD! Nochmal. Jetzt auf die Weite. Boah, im Auto. Headshot. War mir jetzt egal. Er war ja überwältigt. Den einen, den habe ich den Arsch durchlöchert? Ist voll überwältigt. Er ist so überwältigt, der steht nicht mehr auf. Shots fired. The suspect is down at 3rd and Hill. Code 4 here, but I need an ambulance. Wisst ihr, einer hat überlebt. Oh, egal, wir hauen ab. Code 4, Code 4. Bukowski, steig ein! Wir müssen zuvor Black. Erfahrung, Rang 4. Guck, und da gibt's Intuitionspunkte, das deswegen What I wouldn't give to have your powers of intuition, Bukowski. Intuition, das ja, haben wir ja verdient. Tschüss, ich hier durchheize. Bis zum nächsten Unfall. Und wir sind doch hier im Traffic-Bereich. Den lösen wir dann direkt. Wie hup ich? Turn right when you can. Kannst du, ja, du bleibst jetzt stehen. Ehrlich? Habe ich ihn so verängstigt? Ja, jetzt fährt er, weißt du? Das ist doch bescheuert. Was sind denn das hier für kranke Typen, die sie hier auf die Straße lassen? Wollte ich überholen. Och, wie die fahren. Schrecklich. Schrecklich. Wir haben überhaupt nicht gelernt, Gas zu geben. Oh, rechts, 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 rechts. Ja, ja. Das Haus der Blacks. Oh, ein schönes Gelb. Haus. 12.05 Uhr. Was? So lange haben wir gebraucht? Wahrscheinlich eine Stunde, eine Minute, wie bei GTA. Let's go introduce ourselves. Nein, hey. Wir sind bei 11.20 bei dem anderen Tatort angekommen. Und sein auf das lässt es. Da sitzt er schon. Muss noch fertig stricken. LAPD, Mrs. Black. May we come in? We have some bad news and we'd rather discuss this in private. I'm Margaret Black. We can discuss this in the living room. Please come in. Hm. Haben die schon was? Your husband drives a blue Lincoln, Mrs. Black? That's correct. The car, afraid there are signs of foul play. I knew something was wrong when he didn't come home. We believe your husband may be injured. We found a pipe on the scene with blood on it. Oh, no! My poor Adrian! Does the name InstaHeat mean anything to you, ma'am? Yes, it does. We've just had a new water heater installed. Whereabouts, Mrs. Black? Just outside the kitchen window, at the side of the house. I'd like you to try and stay calm and remember everything that you can about last night. My partner and I are going to take a look around. When you're ready, we're going to have some more questions for you. Is that okay? Of course, officer. Anything to help secure my husband's safety. Mhm. Okay, also. Aber die 10 Liter Blut hat er mal verschwiegen, ne? Ja, komm, er will sie ja nicht völlig verunsichern gleich. Flugzeuge! Don't think this is anything. Völlig sinnlose Sachen aufheben. Kerzenständer! Yay, ich guck alles an! Seems irrelevant.
Noch ein Kerzenständer. Ich wollte das Bild, dachte ich hier. Ah, den Porzellan mal hier. Telefon. Have a good look around. There's gotta be something in here to go on. Guck mal, man schlagt hin. Oh, hier hat schon was. Ein Bild. Ein Bild. Von ihr. Sieht nicht so glücklich aus. Kann ich das umdrehen? Ja. Sieht echt nicht glücklich aus. Die können nicht lachen, die haben damals nichts zu lachen gehabt. Vor kurzem Krieg. Also wie sie geredet haben, ist es noch Krieg. Stimmt eigentlich. Einer hat doch gesagt, Juden hassen ist in Deutschland. Ja, das ist, Krieg auch noch. Ja, das ist ja nicht mit Hitler direkt verschwunden. Was haben wir denn hier? Zigaretten? Nee. Feuerzeug? Nee, wer sind die denn? Kondome. Nein. Streichhölzer. Wie heißen die denn? Kondome. Cavanna Spa, Los Angeles. Da muss ich noch hin, dann. Ein neues Ziel. Erkennungsdienst. Kontaktiere den mit Telefon. Finde ein Telefon. Okay. Was, hat der kein Handy? Hallo? Haben wir gerade gesagt, 30er, 40er. Ah, Brüllen, der Typ. Ja. Ja. Stenzel. So the glass. Die Brille war von Stenzel. Ja. Also seine Brille schon mal. Und er ist ein Bild von ihm. Ja, la. Separate bedrooms, separate pictures. What gives here? Vielleicht doch nicht mehr so glücklich, die zwei. Oh, to my Adrian. An meinen Adrian, ich hab. Oh, so schnell kann ich lesen. Lovesick and lonely without you. Hurry back, my darling Nicole. Ah, Nicole ist aber nicht die Frau. Nee. Also nicht. Der Adrian hat also eine Affäre. Ja, gut, die haben getrennte Schlafzimmer. Ich glaube, die sind nicht mehr so glücklich miteinander. Da lief es nicht so gut in der Ehe. Guck mal, der hat sogar noch seine Magazine da in der Ecke liegen. Ich glaube, im Bett läuft es bei denen auch nicht mehr so rosig. Nee, sie haben ja nicht mal ein Bett. Ja. Oh. Zugticket. Railroad. Los Angeles, Seattle. Okay. 3. Dezember, was haben wir für ein Datum? Used ticket to Seattle and a suitcase gone missing. Someone couldn't wait to get out. Der ist schon abgehauen. Ja. Eure Theorie nimmt immer mehr Gestalt an hier. Oder die für seine Nochfrau hat's mitgekriegt. Und hat ihn dann umgebracht. Da könnte natürlich die andere Theorie sein. Mhm. Stimmt, stimmt. Was haben wir hier? Oh. Ah, wieder Zeitung lesen. Cutscene. Alien ist. Irrenarzt Fontaine. Na, schauen wir mal. Lie down, make yourself comfortable. So, you're a friend of Courtney's. Yes, doctor. He seems very concerned about you. I have these visions, these blinding visions. I can't get them out of my head. My skull, it feels like it's in a vice. I want to give you something. Calm your nerves. I want to take you on a journey. A journey back. I want you to remember the good things about the past. Occasions that made you laugh. Times that made you smile. Hier ist der doch nicht ganz erst rein, ne? Nee. Ah, provides help to trouble, was? Trouble vets. Zwei von 13 Zeitungen. Ja, okay. Erstmal voll auf den Trip schicken. Da steht ein Telefon. Telefon! Wir rufen mal der Zentrale an. Operator, give me R&I. Vermittlung, er kennt etwa die Nummer. Phelps, batch 1247. How could I help, Detective? I need an address on a Kavanaugh's bar. Certainly, Detective. One moment. Kavanaugh's bar, corner of Aliso and Hewitt. South side of
Thanks, man. Mhm. Immer mehr Notizen. So, schauen wir uns mal in der Küche um.